Aloha und willkommen zurück im Spiel. Mal wieder, wie sollte es anders sein? Mittlerweile die zweite Aufnahme. Das Spiel macht mich einfach im Moment fertig. Der Ton wird zum Ende hin asynchron, aber da habe ich mir jetzt was überlegt, wie wir das Ganze ändern können. Der Ton sollte diesmal auch gut sein, so das Verhältnis Ingame-Sound und meine quäkige Stimme dabei. Ja, das mit den Texturen, mit der Grafik an der Decke. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich rede mir jetzt so lange ein, dass das den Charme von dem Spiel ausmacht, bis ich selber glaube. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den neuesten Patch drauf mit allem drum und dran und das Tollste vom Tollen und nö, das Spiel möchte trotzdem nicht. Dazu kommt dann natürlich noch, ich habe einen wunderschönen Bug gefunden. Den werden wir auch gleich sehen. Deswegen kommen wir hier auch leider nicht so wirklich weiter. Beziehungsweise ja, wir kommen weiter. Allerdings auf eine etwas dumme Art und Weise. Ja, ich war jetzt mittlerweile in der letzten Aufnahme schon in Santa Monica hier komplett fertig. Aber da ja alles nicht so wollte, wie ich das gerne wollte, machen wir das jetzt einfach nochmal. Ja, wie man hört, der Husten ist noch da. Der hat gesagt, hör mal, ich lasse dich das hier nicht alleine weitermachen, ich bin bei dir. Also der ganze Teil ist jetzt, was ich hier zum Großteil mache, nicht mehr blind. Auch nicht mehr halbblind, sondern im Großen und Ganzen weiß ich ausnahmsweise mal, was ich tue. Deswegen werden wir als erstes mit Mercurio reden. Stand auch schon irgendwann mal in den Kommentaren drunter, hey, willst du dich nicht mal um den kümmern? Nicht, dass der dir noch abnippelt. Und ja, wir pumpen den jetzt einfach mit Morphium voll. Jo, haben direkt einen Auftrag erfüllt, den wir eigentlich gar nicht hatten, und haben Menschlichkeit gewonnen. Und einen Erfahrungspunkt. Und in der letzten Aufnahme war es bitter nötig mit der Menschlichkeit, weil ich dann doch irgendwie den Drang hatte, Sachen zu verbocken. So von wegen, ich bringe einfach mal Leute um. War jetzt, was die Menschlichkeit angeht, nicht so prickelnd. So, dann können wir doch direkt wieder weg. Deswegen, wir gucken mal, dass wir ein bisschen Menschlichkeit mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Naja, und wenn ich dann Kaka mache, dann fällt das auch nicht mehr so auf. So. Sie haben Mercurio mit Morphium vollgepumpt und seine Schmerzen gelindert. Wunderbar, schön. Matschige Jagd ist die Quest Downtown. Kann ich so viel sagen. Das ist dieses Gebiet Los Angeles. Da kommen wir direkt hier nach hin. Von daher können wir jetzt gerade nichts da machen. Das Rätsel des Regenten ist auch Downtown. Können wir auch nichts machen. Karneval des Todes. Kein Plan. Geht gerade nicht. Komme ich auch nicht so wirklich weiter. Und diese Aufgabe ist es. Wir haben, ich kann es eigentlich zumachen und auf dem Weg dahin erklären. Wir haben den Streit mit Therese und Janet gesehen. Und es gab drei Möglichkeiten. Entweder Janet überlebt, Therese überlebt. Es gab auch noch die Option 3, dass beide überleben. Aber da brauchte man irgendwie 1001 Punkte in Überreden und ach, hau mich tot. Auf jeden Fall, wenn man diese Mission geschafft hat, dann kriegt man die Info hier gegenüber vom Asylum. Da ist das Asylum. Ist ein Öltank. Da ist der Öltank. In dem Öltank ist der Bertram. Der Bertram Tang drin. Bertram heißt er ja. So. Wir müssen durch dieses Tor, aber hey, das Tor ist zu.
Dann habe ich mich im Internet schlau gemacht, weil ich hier, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang rumgegeistert bin. Ich habe versucht, durch die Kanalisation da reinzukommen. Ich habe versucht, irgendwo drüber zu hüpfen. Ich habe mit 1000 Leuten noch versucht zu reden. Es hat alles nichts gebracht. Dann war ich ein kleines bisschen genervt, habe nachgeschaut, Komplettlösung geguckt. Was ist mein Problem? Und in so ziemlich jeder Komplettlösung steht, nach der Mission mit Janet und Therese, einfach die Straße entlang gehen und durch das Tor gehen. Das ist nämlich jetzt offen. Tja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das Tor ist zu. So, also, weiter recherchiert. Ja, es kann dann auch schon mal bei Vampire zu einem Bug kommen. Und zwar öffnet sich das Tor nicht. Ja. Option, das zu beheben, ist neues Spiel anfangen, alles nochmal von vorne machen, hoffen, dass das beknackte Tor aufgeht. Meine Motivation, das zu tun, ist jetzt relativ gering. Deswegen lasse ich das mit alten Speicherständen. Ich habe mir meine Let's Plays angeguckt, Let's Dokus. Ich habe alles genauso gemacht, wie ich es da gemacht habe, damit sich ja nichts an dem Ganzen verändert. War auf jeden Fall eine Heidenarbeit. Wieder zum Tor gerannt und, wie Sie sehen Sie nichts. Tor ist zu. Tja, schade. Nächste Möglichkeit, beziehungsweise die letzte Möglichkeit, die wir haben, um durch dieses Tor da zu kommen, durch das hier. Ja, wirklich unsere einzige Möglichkeit, und ich hasse es, das zu tun, aber wir werden es tun, ist ganz einfach per Noclip-Cheat, dass wir durch diesen Zaun mehr oder weniger uns durchcheaten. Wir werden den Cheat zweimal benutzen müssen, einmal um reinzukommen und dann nochmal um rauszukommen. Ja, an dieser Stelle, es tut mir wirklich leid, aber es geht nicht anders. Das Schöne ist auch, ich kann die Konsole auch nur im Pausenmenü benutzen. Wenn ich das nämlich im Spiel direkt benutze, tja, dann verabschiedet sich leider das Spiel. Von daher, jetzt können wir Noclip erstmal ausmachen, weil wir sind ja durch. So. Ja, das Tor ist immer noch zu. Wir können es nicht öffnen. Aber wir können in den Ölcontainer, hier in den Öltank. Und da steht, ja, unsere Schönheit Bertram Tang, mit der wir dann auch direkt jetzt mal labern werden. Look who finally made it. Thought you'd never find me, huh? Du wusstest, dass ich nach dir suche? I've gotten good at knowing when I'm wanted. Bist du denn Bertram Tang? Ich meine, es gibt hier nur einen Ölcontainer oder Öltank und da steht halt nur einer drin, aber wir fragen trotzdem. The one and only. Don't bother with the introductions, fledgling. I know who you are. Ja, tatsächlich. News travels down the Kindred grapevine like wildfire. And that courtroom spat between LaCroix and Nines Rodriguez is a juicy little morsel. And you in the middle. How interesting. Ja, das ist ja großartig. Also ist dir bekannt, dass ich überlebt habe. Oh, you did you? Well, I wasn't worried. So why did you need to find me? What did you need? Jo, also ich muss hier für diesen Mercurio zu diesem Lagerhaus. Oh, never mind. The warehouse, though. I've been watching the place. The Sabbat has a bunch of low-life humans working day and night to move stuff through there. There's some major staging going on. Joa, der Sabbat? Fragezeichen. The Sabbat. Jeez, you're green. It's like this. We're all monsters, like it or not. I'm not gonna say the Sabbat are the evil vampires, 'cause none of us are the good guys here. But the Sabbat, they glorify their monstrous nature. They refuse to hide it and go out of their way to show it. They're also brainless and reckless. They have a life expectancy of a vampire fruit fly. Jo, aber treffe ich da dann nur Menschen an? As far as I can tell, the humans seem to know the score from the way they've been talking. I think most of them have aspirations of joining the next graduating class of shovelheads.
Losers. Ja, und sie wissen, dass sie für Vampire arbeiten? Yeah. The Sabbat like everyone to know just who they're dealing with. So if you get in there and have to bust a few heads, don't feel bad. Think of it as upholding the masquerade. Tja, im Kopf in die Luft sprengen bin ich super. Also kannst du mich unentdeckt da reinbringen. Yes, I can. Just tell me when you're ready, and we'll leave. Once you're there, however, you're on your own. You'll have to get into the place and plant the explosives in the middle office to take the whole structure down. Jo, also, ich bin schon bereit geboren. Auf geht's. Und tada, wir landen direkt am Lagerhaus. Beziehungsweise in der Nähe. Also diese Mission hatte ich auch schon gemacht. Jo, also wir werden uns erstmal kurz mit dem Messer ausrüsten. Ich weiß nicht, warum ich immer noch diesen Arm im Inventar habe, aber schön, dass ich den Arm im Inventar habe. Cool, Decke kaputt. Es ist aber irgendwie interessant, als ich mich beim letzten Mal hier drin war, wann hatte ich das Gefühl, die Deckenplatten waren. Ah, ist egal. Ich glaube, ich bilde mir das gerade ein, von daher. So, also nicht wundern, wenn ich mich jetzt hier ein bisschen auskenne. Selbstmord brauchen wir. Ja, hier sind, wie gesagt, nur so billige kleine Menschen. Gute Nacht. Knack. Sehr schön. Wieder Pistolenmuni gesammelt. Ja, wie gesagt, ich habe die Mission hier schon gemacht. Ich kenne mich hier jetzt ein bisschen aus. Deswegen sollte es im Rahmen meiner Möglichkeiten relativ schnell gehen. So, da-dum, da-dum. Sammeln schleichen wir uns auch ran. Dreh dich ja nicht um, Junge. Autsch, das tut weh. So, durch die Tür wollen wir nicht. Schleichen uns jetzt hier durch. Rupfen das Holz da weg. Lassen das Holz fallen, bitte so rum. So, und da steht einer. Steht da einer oder stehen da wieder mehrere? Ja, und ich hänge an dieser beknackten Holzsache fest. Das ist natürlich... Es ist ein Traum, echt, ja. Nein, das macht den Charme von diesem Spiel aus, ganz klar.